Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind mal wieder unterwegs, Lost Place Tour. Und dieses Mal sind wir in dem sogenannten Haus der Weberin. Und guckt euch das an. Ist das krass, Alter. Spinnenweben sind hier. Ist lost. Und schaut euch das an. Komplett eingerichtet. Hier der alte Tisch. Der alte Fernseher hier, der killt mich. Da hinten ist noch so eine alte Speise oder so. Das ist ein alter Bauernhof auf jeden Fall. Krass, guckt euch das an. Hier ein alter Rollator. Hier ein Spiegel. Da ein altes Bett. Der Jens. Hi. Guckt euch das Klo an, Alter. Das ist noch krass, Alter. Wahnsinn. Hier hinten ist noch was. Das ist schon krass. Wahnsinn. Hier ist noch. Okay. Das alte Telefon hier killt mich. Krass. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das eigentlich verlassen ist. Ne? Also man kann jederzeit denken, dass da jemand jetzt vorbeikommt und sagt, ey, was macht ihr da? Ne? Man muss aber auch sagen, dass es sehr tricky ist, die Location, weil es gibt nur einen Zufahrtsweg. Und wenn es jemanden gibt, den das Gebäude gehört, kann man da Katz. Ja, dass es nur einen Zufahrtsweg gibt. Und wenn es jemanden gibt, den das Gebäude gehört, kann man da Katz. Da geht's auf. Krass. Wahnsinn, schaut euch das an. Alter Schwede, ist das krass. Wahnsinn. Das hier ist krass, ne? Absolut krasser Scheiß. Aber guckt euch die Details an. Das ist schon echt absolut krass. Hier immer noch ein altes Bett. Wahnsinn. Das Radio. Hier ist noch alte Geldbörse. Also es sind noch viele Details, da christlich sind die Leute anscheinend gewesen. Krasser Scheiß. Also da fragt man sich wirklich, warum das hier so verlassen ist. Da drüben, das könnt ihr ja sehen, damit so ein alter Bauernhof ist. Da drüben steht noch eine Scheune. Hier ist noch Fenster offen. Schon krass. Also ich hätte viel erwartet, aber das hier ist schon sehr heftig. Aber hier ist komischerweise der neue Stromzähler und der läuft noch, ne? Komisch. Also ist schon tricky. Was gesehen, Jens? Da ist ein neuer Stromzähler, der läuft noch. Ja. Krass, Alter, guckt euch das an, noch ein alter Flügel. Wahnsinn. Und hier sind noch überall ja Websachen, deswegen auch. Tommy, hat sie mal die Decken weg. Tommy, hat sie mal die Decken weg. Hat mal sagen, was passiert. Vielleicht liegt da einer drunter. Ich habe keine Ahnung, ob da einer drunter liegt. Tommy, was auch? Lass es weiter schlafen. Aber ist krass, oder? Das ist absolut verrückt. Guckt euch die Details an, das ist schon der helle Wahnsinn. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wem das gehört. Da drüben sind nochmal Nachbarn. Alter! Drauf geschissen, hat er gesagt. Boah, das ist schon verrückt. Das ist schon echt verrückt. Aber guckt euch den Flügel hier an. Der ist Killer. Der ist echt krass. Deutsches Reich? Ja. Hier ist noch eine alte Nähmaschine. Die schöne Heimatbilder aus Deutschland. Also man weiß schon, oder man merkt schon, dass die Location hier etwas älter ist. Und auf jeden Fall schon eine ganze Zeit lang verlassen ist. Auf jeden Fall. Ja.
Im tiefsten Bayern findest du dann sowas. Also ich bin total geflasht. Da oben gibt es einen Dachboden. Aber da gehe ich jetzt mal nicht hoch, weil es schaut verrümmelt aus. Das Bett ist auf jeden Fall auch schon uralt. Alter. Und ich sag, was total tricky ist, wie ich gerade eben erwähnt habe, es gibt nur einen Zufahrtsweg. Das heißt, wenn jemand mitkriegt, dass wir hier sind, ja, dann haben wir Arschkarte. Krass, absolut. Also ich bin immer noch total geflasht. Da unten seht ihr ja, ist alles schon ziemlich verwuchert. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass da jahrelang keiner mehr was gemäht hat. Alter, sexy BH. Mhm. Mhm. Jetzt komm mal her. Du musst doch mal was anziehen. Und da ging's. Da, das ist auch krass hier. Guckt euch das hier an. Das ist auch richtig krass. Und hier hinten ist der Weg, wo es rauf ging. Aber bis jetzt habe ich noch nichts gesehen, dass irgendjemand auf dem Weg zu uns ist. Schon verrückt. Das Radio ist der Hammer. Guckt euch das Radio an. Oder die Details allgemein. Wir wissen nur, dass es eben verlassen ist. Ich habe jetzt keinerlei Informationen drüber. Ja, wer hier gelebt hat, also quasi wem das Haus hier gehört hat. Es gibt natürlich viele Informationen jetzt hier und die werden wir uns jetzt mal ein bisschen zusammensuchen. Und dann werde ich euch zum Schluss am Video noch was über die Dame oder den Herrn, den die Hütte hier gehört hat, erzählen. Ich dachte, dass man alles gesehen hat. Gibt es hier noch ein Zimmer? Und guckt euch das hier an. Krasser Scheiß, oder? Auch wieder sehr viele Details. Krass. Also das hier ist mal wieder eine Bombenlocation. Aber was soll's? Gehen wir halt doch mal hoch. Was ist denn hier oben alles? Krass. Krasser Scheiß. Auf jeden Fall habe ich mal wie immer keine Taschenlampe am Start. So wie es sein muss, ne? Alter Schwede. Schon krass. Lauf wieder. Nein, nein. Tut alles weh, Alter. Ich bin wieder gefordert. Tut alles weh, Alter. Oh. Ja. Ich konnte mal. Aber guckt euch die Details an. Schon krass. Hey Jens, mir tut alles weh, ne? Ah, guck mal. Ich wollte gerade rausgehen, aber guck mal, wie der Bobby ist. Hier nochmal. Krass. So. Der Jens, nachdem er seine Flucht angetreten hat. Alte Wirklichkeit. Von wann ist denn die Zeitung überhaupt? Steht es da irgendwo an? Euro 20? 2011. 2011, also können wir davon ausgehen, dass es 2011 verlassen wird. Wenn die verspricht sich auf jeden Fall selber. Ja, können wir davon ausgehen, 2011. Schwanz. Auf jeden Fall sind es. Auf jeden Fall, aber auf jeden Fall waren da mehr da, ne? Wenn du das mal anschaust, ne? Ja, krasse Location, hätte ich gesagt. Wahnsinn. Auf jeden Fall war der Typ ein Bierkrugsammler, nachdem der Jens mir jetzt die Hüften fast gebrochen hat. Würde ich sagen. Ja. Vor allem haben wir uns im geilsten Raum versteckelt, wo wir uns safe konnten. Ja. Wenn der jetzt den Raum haben,
Zack, abgehauen alle. Also gehört er uns auf jeden Fall. Also wir werden da, auf jeden Fall werden wir da safe gehört worden. Wie gesagt, da drüben sind noch Nachbarn. Wir stehen direkt in der Einfahrt von dem Haus. Also ich würde mal sagen, ich denke, wir haben alles gesehen. Einen Schrecken haben wir auch gehabt. Jetzt fahren wir unser Glück nicht raus und verpissen uns. Hier ist der Hof früher mal. Krass, Alter, da hat er mal richtig gut ausgeschaut. Oder? Ja. Ja, das ist schon der. Ich würde sagen, Backmess oder Essmess roh. Zu dem Haus auf jeden Fall gibt es eine alte Scheune. Hier waren Schweine oder irgendwas, hätte ich jetzt mal gesagt. Haben sie gehalten oder Kühe oder irgendetwas in der Richtung. Hier sind noch ganzen Mastplätze, hätte ich jetzt mal gesagt. Auf jeden Fall. Und dann gibt es hier den dann gibt es auf jeden Fall hier einen alten, krassen, geilen Traktor. Guckt euch das an. Ja, kommt. Jens, Alter. Das waren wir wieder, die hatten alle. Da kommt einer. Jens, er hat uns nicht gesehen. Aber gehört bestimmt. Also gehört hat, der Nachbar hat uns sogar noch gehört. Und dann am engsten Raum, Alter. Vor allen Dingen abhauen wir da eh nicht gewesen. Das ist schon eine krasse Location, wenn man sich das so anguckt. Und muss schon, ja, mindestens 10, 11, 12 Jahre verlassen sein. Und so wie wir jetzt gesehen haben, auf Bildern und so, gehe ich mal davon aus, dass es mehrere Familien waren, denen das hier gehört hat. Oder halt eine Familie, eine größere, die dann letztendlich geschlachtet wurde. Ja. Ja. Das ist das Haus. Ja. Da hinten ist jetzt noch, das ist die komplette Scheune. Und da hinten ist auch noch was. Und wie ihr sehen könnt, steht ja mittlerweile das Gras Meter hoch. Das heißt, hier war schon ewig keiner mehr. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist halt alles, alle Scheune. Staatlich anerkannter. Also das Ding steht auf jeden Fall mitten im Nirgendwo. Brucellose freier Bestand. Ja, danke. Tuberkulosefreier Bestand. Krass. Ja, also ein wunderschöner Hof mitten in Bayern. Krass. Mal schauen, was die Lost Place Tour uns heute noch so, wo sie uns noch wohin führt. Und da, du nimmst auf jeden Fall viel von dem Haus mit. Oh. Das sind die guten Eindrücke. So, dann würde ich mal sagen, machen wir einen Abflug. Schauen wir mal, ob wir hier rauskommen, ohne dass uns jetzt vorne einer die Zufahrt versperrt hat. Aber der Jens, Alter. Boah, da kommt einer. Da steht unser Urbex-Bus. Das ist nochmal das Haus von außen. Auf jeden Fall, die Leitung ist neu gelegt. Krass, krass, krass. Guckt euch die Landschaft an. Da drüben ist, wie gesagt, nochmal ein Nachbar. Wir haben uns überlegt, ob wir das Auto da drüben überstellen. Dieses Mal waren wir etwas mutiger und haben es halt direkt vorm Place geparkt, weil wir der Meinung waren, dass keiner kommt, weil wir hier am Arsch der Welt sind. Aber ja, haben wir Glück gehabt. Krass. Der darf ist vom Dorf von Alter, hat ein Ding auf dem Schalten gefallen. Also komm, wir machen Abflug.